vorstellen, wie ich mich jetzt freue. Der eine weist anders ein als der andere, aber sie werden schon wissen. Ich glaube die zweite, würde ich sagen. Ja, ich glaube die zweite. Jetzt ist es früh am Morgen um 10 Uhr. Fähre geht um wann? Ab 10.15 Uhr ist, glaube ich, Boarding. 10.45 Uhr oder so. Also, okay, jetzt haben wir hier die zweite Passportkontrolle auf dem Weg zur Fähre. Jetzt sind wir auf dem Fährgelände. Es ist spannend, ob sie uns auch wirklich mitnehmen. Warum sollten sie es nicht mitnehmen? Na, weil wir von dem Höllenende gehört haben, dass plötzlich das Fahrzeug zu lang war oder zu groß war. Aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Das kann ja jetzt sein. Da war vielleicht was anderes. Was auch immer da war. Na. Schauen wir mal, ob das jetzt funzt bei uns. Warum auch nicht? Funzt bei anderen Millionen Touristen auch. Sind auf jeden Fall alle freundlich. Und man hat uns hier nochmal gefragt, ob der Ayachi auch die richtigen Papiere dabei hat. Also die haben nach der serologischen Untersuchung gefragt. Und sie haben nach dem Tiller gefragt. Gracias. Also alle mit Tieren unten, bitte dran denken. Haben wir ewig gewartet und nun darf losgefahren werden. Dennis, nimm mich mit! Ich weiß ja gar nicht, wo die hingehen. Ich dachte, wir fahren da einfach rein. Auf einmal zischen die davon. Ja. Du wärst auch gleich weitergefahren. Ich wäre weitergefahren. Hättest mich hier allein gelassen. Naja, ich lasse dich doch nie rein. Hallo! Aber die fahren auf eine andere Fähre schon. Oh! Ich dachte jetzt, ich bin da. Ja, ja, die fahren auf in andere den Bauch Fähre. Hinein des Schiffes. Und andere auf einmal geht es woanders hin. Balearia, das ist die Fähre. Oh Mann, ey, da braucht man auch mal Nerven.
Oh, aber nichts Schlimmes. Da ist er. Also jetzt sind wir wieder in unserem Cockpit und sprechen. Jetzt ist diese GoPro Hero 10, die externe Mikrofonsituation ausgefallen. Auch das Mikro bei der GoPro ist ausgefallen. Also GoPro muss ich sagen, was ich aber die empfehlen kann. Damit habe ich so die ein oder anderen Probleme, Herausforderungen. Aber was soll's. Ja, jetzt habe ich viel Technik, dann fällt auch das ein oder andere aus. Aber ich möchte jetzt gar nicht über die Technik sprechen. Habe mich da wieder jetzt trotz allem viel beschäftigt damit und Zeit verloren, vielleicht ein paar Stunden. Und jetzt auf dem Weg in den Bauch des Schiffes. Also entschuldigt, falls der Sound nicht so gut ist, dann wird er jetzt in Zukunft so sein, weil keine Mikros mehr. Wenn man langsam fährt, glaube ich, ist es okay, aber... Naja, wir haben ja noch externe Mikros, aber das ist halt dann auch nicht so einfach, ne? Was da los ist, du? Ja, da fährt wir fahren, da fährt schon wieder eine weg. Krass. Permission. Captain. Dankeschön. Captain Permission. Wann muss ich mich hinlotsen? Across the
reverse? Okay. Should I turn? Yes, and then go reverse there. Reverse. Ah, with the backside. Okay, yes. Rückwärts ran, Dennis! Du sollst einfach zurückschlagen. Du brauchst nicht wenden. Eine weiß anders ein als der andere, aber sie werden schon wissen. Jetzt weiß ich schon immer nicht so gut ein, aber die Jungs, die machen das schon. Okay, ich glaube, jetzt sind sie happy. Yo! Fährst nimmer weiter hinten. Okay, das war jetzt eine Schiererei. Krass. Alles klar? Wie viel Platz? Mach doch nichts, ich kann nicht wegen dem Motorrad. Das macht nichts. Das macht nichts aus. Aber wahrscheinlich Angst, kommen wir als erste runter, ne? Das Motorrad, das, keine Ahnung, dass das Motorrad halt kippt, aber das steht ja jetzt richtig. Du, selbst wenn der kippt. Ja, dann kippt das so rum. Was? Dann kippt er nicht auf uns. Jetschi ist total aufgeregt und der Dennis auch. Ja, ich spreche halt lauter. Aufregung. Haben wir uns jetzt gemerkt, wo wir sind? Ja, es ist jetzt so wahnsinnig groß. Ich glaube, die Hunde dürfen gar nicht rein. Nee. Hallo. Hallo. Hallo! So, das ist Apfels. Alle Deck. Das ist Terrasse. Terrasse? Can you go with... Okay. Okay. Arriva, arriva, arriva. Arriva, arriva. Ja, da gibt's was zu essen. Da können wir nicht durch, sagt er. Mit dem Hund. Aber das macht nichts. Ja, das ist. Ich habe auch schon von welchen gehört, die durften mit ihren Hunden rein. Eine Aufregung hier, im positiven Sinne. Schauen wir mal, wie das Ablegen so ist. Eigentlich wollten wir jetzt draußen stehen und ein bisschen die Anfahrt genießen nach Marokko, aber jetzt müssen wir hier drin sitzen. Hier auf der Fähre gibt es eine Art Passkontrolle, wo man also seinen Pass abstempeln lassen muss und das Einreiseformular abgeben muss, das wird dann gestempelt. Und dann warten wir jetzt auf den Polizisten, der hat sich jetzt einfach irgendwie verdrückt. Und das ist also auch so eine wichtige Information, also wenn ihr mit der Fähre rüberfahrt, dass ihr dann rechtzeitig auf der Fähre hier um euch um den Stempel kümmert. Das nur zur Info.
sind wir die Letzten, die runterkommen. Die Letzten. Ja. Macht ja nichts. Die machen spannend, die Marokkaner. Jetzt brauchen die wahrscheinlich gleich die Pässe. Hast du den Pass? Nein, noch keine Zollkontrolle. Ich denke, die kommt noch. Ja. Achtung, da ist der Kreisverkehr drin. Ja. Also jetzt sind wir hier von der Fähre runtergefahren. Da und jetzt da links wechseln. Und sind marokkanischen Hafen. Man hat jetzt gerade schon unsere Landkarte begutachtet. Ja, ja. Und wurde positiv durchgewunken. Also wir durften passieren. Also weil Marokko da draufsteht, Gott sei Dank. Jetzt schauen wir mal, da muss noch irgendein Zollding kommen, anscheinend. Ist recht gepflegt hier, ne? Entschieden gepflegter als auf der spanischen Seite. Ja, also die eine Seite, wo ich mit Majestät noch gelaufen bin, war auch sehr schön. Ja. Da gab es auch schon mal einen Stein. Ah, da vorne ist die Kontrolle. Sehr hoch. Da ist noch mal extra. Sind wir draußen? Keine Ahnung. Sind wir draußen, oder? Wir sind gleich, wohin wir fahren. Ja. Also das ist schon irre, dass wir da jetzt irgendwie so die Einzigen sind. Weil die Letzten wahrscheinlich. Sind die alle weggezischt. Jetzt haben die echt Zeit für uns. Paper for car. Okay. Ich will so ziemlich schlumpfig sein, passen.
schon machen. Paper for car. Yes. Yes. Okay, check? Yeah. Right here. Yeah. Do you want also the passport for the dog? We have a dog. Yes, dog. We have a dog. Yeah. Okay, no problem. No problem. Okay. Hallo. Dann wissen wir das. Und wo sollen wir jetzt hin? Daher. Und dann wird es wahrscheinlich noch geräumt, schätze ich. Baby, verdammt, haben wir jetzt alles. Die waren jetzt schon sehr freundlich. Ich war jetzt ratzfatz mit seinem Hund natürlich. Nicht einmal röntgen. Nee. Also da gibt es eine Röntgenmaschine, wo alle Autos geröntgt werden oder viele Autos geröntgt werden. Oh, was ist? Kommt da noch was? Jetzt geht noch weiter. Aber die haben schon irgendwie heftige Grenze hier, würde ich sagen. Ja, total freundlich, da kann man nichts sagen. Ja, freundlich, aber heftig. Was ist das jetzt? Jetzt kommt der Zoll. Das eine war die Polizei, das war der Zoll. Ja, aber ist offen. Die haben gesagt, go. Haltet. Stopp. Ist offen. Vielleicht wollen die noch mal Papiere sehen. Ja, immer besser. Man bleibt mal höflich stehen. Macht er jetzt seinen Schlagbaum wieder runter? Ja, sicher, sicher. Und sein Mützen hat er cool. Hallo, Senor. Fucking paper. Small one. Small one. Ist das dein Pass? Small one. Das ist doch wahrscheinlich, ne? Das ist kleines. Das da? Ja. Okay. Two. Carsten. Carsten, Dennis. Carsten. Danke schön. Danke auch schön. Schön. Bye bye. Welcome. Thank you. So. Die sind beim Scannen, hat die Astrid gerade gesagt. Die hat gerade eine Nachricht geschrieben. Da wahrscheinlich. Ich kenne mich hier nicht. So, aus. Dürfen wir jetzt fahren? Du kann ich Papiere verballern? Nein. Das brauche ich jetzt nicht. Oder? Ja. Was ist das da? Die will irgendwas verkaufen. Hello. Free. It's free. Free what? Wifi? Hello. Wifi? Yes, for internet and calls. We okay. have for internet and for yeah. phone. Yeah? Okay, we can transfer. Yeah. So it's a promotion. Oh man, das ist. Ja, sind wir nicht mehr. Ich kann mir schon free. Also free. How much time you stay here? 6 months. 6 months, okay. For 1 month we have 20 giga and 30 giga for 1 month. How much giga you need? How much? 20 giga? 20 gigabyte verkaufen. 20 giga and 30 giga. Ah, we need much more. 20? No, I need maybe for 1 month. Bye-bye.